ist im Wandel. Die Asset-Klasse Retail-Immobilien ist derzeit die aktuell spannendste unter allen Asset-Klassen. Einerseits gibt es noch eine etwas höhere Rendite als in den meisten anderen Asset-Klassen. Andererseits ist das ein Geschäftsbereich, der besonders innovationsbedürftig ist. Vor allem sieht man das natürlich bei neuen Standorten, wie das aktuell das Einkaufszentrum am Rochusplatz ist. In diesem Postgebäude leidet derzeit der Handel an Konsumentenschwung und mehr Retailer verlassen das Zentrum wieder. Das ist jetzt nichts besonders Tragisches, weil das gab es genau schon so mal am Zentrum im Westbahnhof, im Einkaufszentrum am Hauptbahnhof und auch das G3 hatte eine sehr, sehr lange Anlaufschwierigkeit oder auch das Stadioncenter. Auch da gab es lange Zeit einen wirklichen Bedarf an Mieterwechsel, bis der richtige Mix zusammengestellt war. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt. Der Aspekt ist, dass mittlerweile es nicht mehr reicht, das richtige Zentrum auf der richtigen Lage zu positionieren, denn der Verdrängungswettbewerb ist zwischenzeitlich schon so stark geworden, dass es ohne USP nicht mehr geht. Wenn man nicht ein spezielles Segment hat und nur ein MeToo ist, das zu tun und den Mix anzubieten, den es anderweitig schon gibt, wie halt beim Rochusplatz in der Nähe beim The Mall, dann reicht das eben nicht, dann kann man nicht mehr realisieren. Retail-Immobilien erfordern wahnsinnig hohe Innovationskraft und müssen immer wieder neu erfunden werden und sich selber immer wieder neu erfinden. Die, die das nicht tun, verschwinden vom Markt, über kurz oder lang. Das war Gerd Rodler, fast live aus dem Twin Tower.